Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich versuche die Unordnung im Hintergrund so ein bisschen zu verstecken, was nicht mehr ganz so möglich ist. Ich bin aber hier am Rumrödeln und am Tun und am Machen, weil sich hier ein paar Sachen nochmal verändern werden. Also heute kommt unser neuer Esstisch an. Dann kriegen wir eine neue oder haben wir schon eine neue Esstischlampe, die wird noch angebracht. In der Küche, da haben wir jetzt hier oben so ein Regalbrett. Das gefällt mir aber von der Farbe nicht, weil es einfach faktisch nicht zur Tischplatte passt und deswegen werde ich das nochmal neu bestreichen. Also ich habe schon ein neues Brett im Auto mit der richtigen Farbe und das werde ich jetzt diese Woche auch machen. Da muss ich aber warten, bis das Wetter ein bisschen besser ist. Es soll ja freitags zum Glück ein bisschen besser werden, weil ich das auf dem Balkon machen muss, weil ich wegen den Kleinen, also wegen den Katzen, das hier drin nicht machen kann. Genau, deswegen warte ich dann noch bis Freitag und ich hoffe auch so, dass ich dann endlich meine Wäsche wieder draußen aufhängen kann, weil das hier geht mir extrem auf die Nerven und ich habe auch noch einen riesigen Wäscheberg, der auf mich wartet. Aber ich weigere mich gerade so ein bisschen, den zu waschen, weil ich den erst waschen will, wenn die Sonne scheint und ich das Ganze nach draußen verfrachten kann. Ja, und jetzt bin ich fertig gemacht und ich fahre jetzt gleich zu Alicia. Wir haben nämlich ein Projekt, an dem wir beide arbeiten zusammen und da werden heute die ersten Sachen so richtig umgesetzt. Ich nehme euch auch so ein bisschen mit. Ich schaue mal, wie viel ich schon verraten kann, aber ich freue mich richtig und bin richtig hyped und mich macht es super glücklich, dass ich mit meiner besten Freundin sowas zusammen machen kann. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Ich bin jetzt bei der Dame hier angekommen. Hier steht schon die Kamera. Wir fangen gleich an aufzunehmen. Wir schauen mal, was wird. Wird es ein First Try? Ich denke nicht. Ja, doch. Ja. Ja. Stell mal vor, wirklich, und wir sind oh, so, toll. Und wir sind so in 2-3 Stunden durch oder so. Ja, das ist ein Traum. Sehen wir mal, wie es wird. Ich habe übrigens das Wimpernserum und ich finde, man sieht schon Ergebnisse, die sind voller geworden. Stimmt, die sind echt, das dachte ich mir vorhin schon, als ich dich angeschaut habe. Weil jetzt gefällt es mir richtig, wenn ich nur Wimperntusche träge. Ja. Trag. Weil die sind so besser ich geworden, bin, gell? Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren, deins. Weil das ist auch ohne Hormone. Ach, echt? Mhm. Ja, ganz schön clean. Mhm. Direkt. Ja. All in all. Durch mit Videos machen. Also es hat sich erwiesen, dass es doch ein bisschen schwieriger ist, noch mehr durchdacht werden muss, als wir gemacht haben. Deswegen, ja, wir sprechen jetzt dann nochmal alles durch und gehen dann alles nochmal ein bisschen besser an, ein bisschen geplanter an. Und ja, es fällt ja kein Meister vom Himmel, deswegen, ja. Schauen wir mal, beim nächsten Mal wird es besser. Wir essen jetzt was, ich zeige es euch gleich nochmal, sieht so lecker aus. Salat bei Alicia schmeckt immer anders wie daheim, ich weiß nicht wieso. Hier habe ich immer mehr Bock auf Salat, es schmeckt einfach besser. Schaut mal, wie pretty auch die Teller, es sieht so toll aus, auch mit den Gläsern. Lassen sie uns jetzt schmecken. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Das Ganze hat heute leider nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich glaube, wir brauchen einfach noch ein paar Anläufe. Wir wollen natürlich auch, dass es gut ist und nicht sowas Wischiwaschi-haftes. Deswegen, ja. Aber everything's fine. Es passt. Es kann nicht alles immer direkt beim ersten Mal funktionieren. Und ich bin jetzt gerade auch froh, daheim zu sein. Ich bin irgendwie so platt und müde. Eigentlich sollte ja mein Esstisch heute geliefert werden. Aber da steht immer noch dran, dass es, also dass es obviously noch nicht da ist. Es ist auch nicht. Und beim Lieferstatus steht auch, also es steht dran, dass es heute geliefert werden soll, aber steht keine Uhrzeit da und ich bezweifle irgendwie, dass es heute noch kommt, weil wir haben es jetzt schon 18 Uhr. Ja, mal schauen, aber ich bin jetzt morgen auch daheim, deswegen hoffe ich, dass er vielleicht sonst morgen kommt und dann muss ich hier, wie gesagt, auch ein bisschen Ordnung machen. Hier sieht es so schlimm aus. Ich kann es euch gar nicht zeigen, weil es wirklich so schlimm ist. Ja,
Aber ich freue mich, ich liebe das immer, wenn ich dann einmal einen richtigen Großputz mache. Ich möchte dann auch noch die ganze Küchenschubladen und so weiter ausräumen. Und ich glaube, da fange ich morgen an. Ich habe auch für unsere Küche neue, wie sagt man, Henkel, Schubladen, wie sagt man denn das, wo man halt die Schublade aufzieht, habe ich neue bestellt, weiße, cleane, damit das einfach so ein bisschen, ja, cleaner aussieht. Und ich möchte auch noch schauen, das mache ich vielleicht auch morgen, dass ich nochmal im Baumarkt fahre in einen anderen und so eine Farbe finde, wo ich quasi Sachen ansprühen kann, weil ich möchte dann gerne die Beine von unseren Stühlen, also ich hoffe, dass es die Farbe gibt, in so einem Cremeweiß ansprühen, damit das auch nochmal ein bisschen stimmiger ist, dann auch mit unserem Esstisch. Ja, da schaue ich mal, dass ich das vielleicht morgen finde und ich hoffe dann wirklich, dass ich dass der Esstisch morgen ankommt, weil ich möchte es irgendwie alles fertig haben und dass mein Bruder dann auch Zeit hat, mir meine neue unsere neue Esstischlampe anzubringen und das Regal nochmal auszutauschen. Ja, Chris ist ja gerade nicht da, der ist gerade in Zypern, ich wäre auch eigentlich mitgegangen, aber den Umständen entsprechend, was ich euch auch im letzten Video noch gesagt habe, bin ich nicht mitgegangen, sondern bin jetzt hier geblieben. Ich bin nämlich schon übernächste Woche weg, ich habe da Geburtstag und wir verbringen meinen Geburtstag auf Mallorca. Ich muss auch die ganze Zeit meine Wimpern anschauen, ich habe es ja vorher schon gesagt, dass ich einen Wimpernserum gerade benutze. Ich habe eigentlich von Natur aus recht lange Wimpern. Aber ich habe mir auch immer Wimpern aufgeklebt, weil ich das einfach nicht mochte, wie die gefallen sind. Oder ich weiß auch nicht. Also mir hat es nicht so gefallen. Seitdem ich das Wimpernserum benutze, gefällt mir das so gut, wenn ich einfach nur Mascara trage. Ja, auf jeden Fall seid ihr jetzt geupdatet. Wenn ich Glück habe, kommt ja mein Tisch heute noch an. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Ja, that's the plan. That's the thing. Und dann mache ich mir noch Bridgerton an, weil ich schaue es gerade wieder von vorne, weil es kommt jetzt dann bald eine neue Staffel raus und ich liebe Bridgerton und es hittet anders, auch wenn man das nochmal schaut, also falls ihr Bridgerton schon geschaut habt, es liebt, schaut es nochmal, weil es ist schon so viel Zeit vergangen, seitdem die erste Staffel rausgekommen ist und ich finde es gerade so geil, dass es wie irgendwie, wenn man es nochmal von neu, also wenn man es anschaut, obwohl man es noch nie geschaut hat. Ja, das mache ich mir jetzt an, bestelle mir was zu essen, mache es mir gemütlich und ja. Guten Morgen, es ist Freitag und mir scheint die Sonne ins Gesicht. Ich sehe blauen Himmel. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, wir haben es überstanden. Wir haben diese schlimme, also bei uns war es ja eine Schneezeit, überstanden. Das hat erst 2 Wochen, wenn nicht sogar länger, durchgeschneit und es war so ein Scheißwetter, das hat meine Laune so beeinträchtigt. Und jetzt scheint mir die Sonne ins Gesicht und es tut so gut. Ich habe gestern auch den ganzen Tag damit verbracht, hier die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Ich habe die ganze Küche ausgeräumt, die ganzen Schubladen sauber gemacht, aussortiert. Unser neuer Esstisch kam an. Dann habe ich noch eine kleine Veränderung an unseren Stühlen vorgenommen. Ich zeige es euch gleich genauer. Und dann habe ich auch den alten Esstisch, der hier stand, nach oben getragen, weil ich es nicht abwarten konnte. Ich wollte ihn jetzt nicht hier stehen haben, weil ich möchte mich ja jetzt hier wohlfühlen und unseren neuen Esstisch genießen. Und deswegen habe ich kurzerhand den Esstisch auseinandergeschraubt und nach oben getragen. Und ihr wisst nicht, wie schwer diese Tischplatte war. Mir ist sie auch oben, als ich sie ablassen wollte, auf meinen Fuß gefallen. Das ignorieren wir. Das habe ich auch gekonnt, ignoriert währenddessen, weil ich einfach froh war, dass diese Tischplatte oben war. Chris ist ja gerade nicht da, der ist gerade in Zypern und der ist auch noch eine ganze Woche weg und so lange konnte ich nicht warten. Genau, deswegen habe ich es kurzerhand selber gemacht und ich bin sehr stolz. Die Deko auf dem Tisch ist noch nicht die richtige. Ich kaufe mir auch später erstmal frische Blumis, die kommen dann hier hin und nächste oder übernächste Woche kommen auch neue Vasen an. Die zeige ich euch dann auch, die passen hier so gut rein. Und ich freue mich so, hier hängt jetzt noch die alte Lampe, die neue liegt noch hier. Mein Bruder hat jetzt leider keine Zeit, dieses Wochenende, um die anzubringen. Vielleicht kann Chris' Papa mir die nächste Woche oder uns die nächste Woche anbringen, weil wir uns eh treffen. Ich frage ihn mal. Ich weiß so nicht, wie wir die anbringen, was ich dafür noch brauche, weil ich glaube,
Ich brauche so einen Haken, damit ich das Kabel da einhängen kann. Ich muss mal schauen. Aber ja, das habe ich gestern gemacht. Ich war auch gestern so am Arsch danach. Meine Beine haben geschmerzt. Dieser Tisch hier, der hat auch so unglaublich viel Papiermüll hinterlassen, das alles klein zu machen und so weiter. Ey, ich war fix und fertig. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Ergebnis. Also das ist jetzt unser neuer Esstisch. Ich wollte einfach was Cleanes haben und was Rundes, weil wir hier, also das ist keine so große Fläche. Und ich fand immer dieser mächtige Tisch sah hier so viel aus. Und es sieht jetzt einfach so schön aus. Uns wurde einfach so viel mehr Platz dadurch geschenkt. Und wisst ihr, was ich gestern noch selber gemacht habe? Wenn man nah hängt, sieht es nicht so sauber aus. Aber ich finde, es ist so gut geworden. Ich habe mir gestern im Baumarkt so Sprühlack geholt, weil... Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Weil die Beine waren ja eigentlich schwarz, die Stuhlbeine. Und ich fand, das sah auch hier wieder einfach ein bisschen zu viel aus. Und dann habe ich die in diesem wunderschönen Ton. Ich bin auch so froh. Es ist einfach eigentlich genau die Farbe vom Tisch, so ein Cremeweiß, dass das einfach so gut geklappt hat. Weil ich muss sagen, oftmals, wenn ich sowas umsetze, klappt es direkt nicht beim ersten Mal. Und es hat einfach beim ersten Mal funktioniert. Und jetzt passt das einfach so richtig gut zusammen, weil ich wollte eigentlich ursprünglich auch neue Esstischstühle. Aber ja, keine Ahnung. Und diese Stühle, die haben schon... so viel mitgemacht und die hatten schon das ein oder andere Makeover, weil dieser Bezug hier, das ist auch nur ein Bezug von Amazon. Also die Stühle sind an sich eigentlich, schau mal, ob man das jetzt sehen kann, grün drunter, weil wir die auch schon so ewig hatten und damals hat es halt dazu gepasst, aber ich fand es jetzt einfach nicht mehr schön. Dann habe ich diesen Stuhlbezug geholt bei Amazon. Dann waren die auf jeden Fall schon mal oben beige. Und haben auf jeden Fall gut zu dem alten Esstisch gepasst, weil der ja schwarze Beine hatte. Aber jetzt zu dem weißen Esstisch hat das einfach nicht mehr so gut gepasst. Deswegen habe ich die angesprüht und ich bin da so stolz drauf, weil das sieht so gut aus. Also mir gefällt die Ecke jetzt richtig gut. Wie gesagt, das kommt noch weg. Da kommen jetzt dann frische Blumis hin, dass das alles noch toll aussieht. Ich sehe auch, ich sollte hier mal die Spinnweben entfernen. Und hier habe ich jetzt gestern noch das neue Brett, weil irgendwie, ja, war mir das dann doch zu orange. Das war einfach die falsche Farbe. Und das hat nicht so gut zu unserer Tischplatte hier gepasst. Und deswegen habe ich jetzt gestern ein neues Brett gemacht. Aber das kann ich auch nicht selber anbringen, weil ich keinen Akkuschrauber habe. Deswegen habe ich es jetzt erstmal kurz hier drüber gelegt. Also das untere kommt dann weg und das obere kommt stattdessen drauf. Und dann ist es auch ein bisschen stimmiger und das ignorieren wir auch. Das habe ich einfach nur provisionsmäßig drauf gestellt. Ja, aber so ist der Stand der Dinge gerade. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch hier schon erzählt habe, warum sich diese Holzplatte hier befindet. Weil ich einfach ein Depp bin und unsere komplette Herdplatte zerstört habe. Ja, genau. Deswegen liegt jetzt das Brett einfach auch, damit es jetzt ein bisschen geschützt ist und nicht splittert oder so, wenn die Katzen hier auch drüber laufen. Ja, wir brauchen eine neue Herdplatte. Ja, genau. Das ist hier gestern auf jeden Fall passiert. Und wie gesagt, ich bin sehr happy mit diesem Place. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern tatsächlich nicht mehr allzu viel gevloggt, weil ich dann noch zu meiner Mama gefahren bin und den Tag dort verbracht habe. Ich habe mir auf jeden Fall noch frische Blumen geholt. Hier sieht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen süßer aus. Und ich frühstücke jetzt gerade. Heute steht auf jeden Fall auf dem Plan, noch ein paar Sachen zu planen. So eine ganz tolle Sache, weil wir sind übernächste Woche, Leute. Ich kann es nicht glauben, dass dieser Trip zustande kommt. Dass es einfach so passiert, dass wir eine coole Gruppe sind, dass... Es macht mich so glücklich und ich kann es auch noch gar nicht realisieren, dass es übernächste Woche ist. Also wir fliegen nach Mallorca wegen meinem Geburtstag und wir sind dort 6 Tage. Wir sind eine coole Gruppe, also es sind nicht nur Chris und ich, sondern Alicia kommt auch mit und noch ein paar mehr Leute. Und ich freue mich so krass darauf, weil das ein Trip ist, den ich mir jahrelang schon wünsche. Ich bin ein richtiges Geburtstagskind, also oder ein Geburtstagsmensch. Ich
liebe es einfach, meinen Geburtstag zu zelebrieren, den Geburtstag von anderen zu zelebrieren. Und das ist einfach für mich so was Besonderes. Und ich liebe es, da auch richtig Effort reinzustecken und diesen Tag einfach wunderschön zu machen. Und für mich, mir bedeutet das so viel, dass ich einfach Leute die Zeit nehmen, mit mir dorthin fliegen und dort die Zeit mit mir verbringen wegen meinem Geburtstag. Und das bedeutet mir so viel. Das macht mich auch richtig emotional, weil das für mich absolut nicht selbstverständlich ist. Ja, und ich freue mich einfach so krass da drauf. Da wird auch ein toller Vlog kommen. Also ich vlog auch alles mit und es macht mich so glücklich. Also ich bin richtig hyped auf diesen Trip. Und da muss noch ein bisschen was geplant werden. Also ich muss auf jeden Fall noch die Tagesplanung so ein bisschen machen, weil ich möchte auf gar keinen Fall dann lost dastehen und nicht wissen, was wir machen sollen. Und auch meinen Geburtstag an sich möchte ich nochmal ein bisschen durchplanen. Ich möchte noch ein Restaurant reservieren für meinen Geburtstag. Ich habe jetzt schon ein paar rausgesucht. Es gibt auch richtig schöne Restaurants da, ne? Aber das sind halt Gängemenü-Restaurants und das möchte ich nicht machen. Erstens, weil es mir viel zu teuer ist. Zweitens gibt es da nicht so eine Auswahl an Essen. Also du hast halt nicht so eine große Auswahl, sondern hast halt, ich glaube, die Auswahl aus 2 Optionen, die du wählen kannst. Zudem haben wir auch Vegetarier und Veganer noch mit dabei. Und dann ist das Ganze eh immer ein bisschen tricky und wie gesagt, auch einfach ein bisschen zu teuer. Aber ich habe schon ein paar schöne Restaurants rausgesucht und das möchte ich heute noch buchen. Ich rufe auch Alicia später an, dann kann sie mir noch ein bisschen helfen. Ach, und mich macht das so glücklich. Also ich kann es auch noch gar nicht fassen. Das, was halt für mich so besonders ist, ist wirklich, dass diese Leute sich die Zeit nehmen, mit mir dorthin gehen und meinen Geburtstag dort verbringen. Die letzten Jahre konnte ich den einfach auch nicht so feiern, wie ich ihn gern gefeiert hätte. Da waren Chris und ich oft allein, was ich super geschätzt habe und wunderschön finde. Also er hat mir auch den Tag immer so schön wie möglich gemacht. Aber dadurch, dass Ereignisse direkt um meinen Geburtstag herum waren, weshalb wir halt meinen Geburtstag nicht so feiern konnten, wie ich ihn gern gefeiert hätte, war das halt einfach nicht möglich. Letztes Jahr hat zum Beispiel mein Bruder 2 Tage später geheiratet. Das Jahr davor hat Chris Cousine geheiratet, 1 Tag später. Und das Jahr davor ging es nicht, weil ihr wisst alle, was dort für eine Zeit war. Da konnte man seinen Geburtstag einfach nicht so feiern mit vielen Leuten. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt einfach dieses Jahr geklappt hat. Wir dorthin fahren, fliegen und eine coole Zeit haben. Und ja, dafür plane ich jetzt auf jeden Fall heute noch ein paar Sachen. Ich freue mich unendlich. Ich frühstücke jetzt erstmal, bevor mein Müsli aufweicht und melde mich dann später nochmal. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, ich sehe ganz schön durchgenudelt aus. Ich habe gerade an dem Pickel rumgedrückt. Lieben wir. Ja, und ich habe jetzt auf jeden Fall hier alles zusammengeschrieben für Mallorca. Bin gut vorangekommen. Wir haben es jetzt, glaube ich, 17 Uhr, genau, fast 17 Uhr. Und was ich jetzt noch mache, glaube ich, dass ich es mache. Ich bin nämlich in 2 Stunden circa bei meiner Schwester eingeladen. Bei der verbringe ich den Abend. Ich habe mir aber so einen dünnen Lockenstab auf Amazon bestellt, weil ich mir so eine Frisur machen möchte, wo ich mir quasi so einen Zopf mache und dann die Haare so gelockt sind. Und ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt noch ausprobiere, weil eventuell wird das auch meine Geburtstagsfrisur. Ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich das gerne vorher ausprobieren und ich würde es gerne heute machen, weil zur Not kann ich morgen dann meine Haare waschen und heute Abend bin ich eh nur noch bei meiner Schwester. Ja, aber das sollte ich dann in einer Stunde schaffen und ich hoffe, das geht so schnell. Ja, deswegen mache ich mich jetzt da dran. Ich zeige euch dann auf jeden Fall, wenn ich fertig bin, das Endergebnis. Ich bin fertig. Es ging tatsächlich schneller als gedacht und es sieht auch ganz süß aus. Also ich mag die Frisur eigentlich ganz gern, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mich so umhaut, dass es meine Geburtstagsfrisur wird. I don't know, aber vielleicht kann man sie mal so tragen. Also sieht eigentlich echt ganz süß aus. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu meiner Schwester. Und in dem Sinne würde ich diesen Vlog hier auch einmal beenden. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Zeigt mir das gerne in Form von einem Kommentar oder einem Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mua.